und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Freunde, heute machen wir was richtig Cooles, was wir schon mit Mario gemacht haben. Denn Freunde, Lami ist gerade mit seinem Mädchen-Account Mia auf diesem Brookhaven. Und ich habe mir gedacht, wir beobachten ihn ein bisschen und versuchen ihn mit meinem Emil zu trollen. Und Freunde, wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Denn Freunde, ihr wisst, ich möchte bis Ende dieses Jahres die 50.000 Abonnenten knacken. Denn es gibt auf jeden Fall eine kleine Überraschung. Freunde, ich habe gerade gesehen, Lami, also Mia, hat sich hier gerade ein Zimmer gemacht. So, wir laufen da jetzt mal unauffällig dran vorbei, damit ihr auch seht, dass es Lami ist. Ja, ich bin Mia. Er denkt natürlich, ich bin ein ganz normaler Spieler. Er kennt diesen Account gar nicht, Freunde. Ich glaube, das kann heute richtig, richtig lustig werden. Oh, ich glaube, er legt schon los. Wir setzen uns mal ganz unauffällig hier hin. Freunde, ich glaube, das ist auch einfach mal interessant, das zu sehen, was hinter den Kulissen so passiert. Ich glaube, Lami hat gerade einen dicken, dicken Korb kassiert. Okay, Lami läuft gerade weg, irgendwo hin. Oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Ich möchte noch ein bisschen warten, bis ich ihn trollen kann, Freunde. Deswegen möchte ich ihn so ein bisschen undercover verfolgen. Oh Gott, hoffentlich hat er mich gerade nicht gesehen. Okay, ich habe mir mal ein Haus gemacht, denn Lami steht irgendwo hinter mir. Genau da hinten, Freunde. Aber wir sehen leider nicht, was die schreiben. Aber näher dran gehen ist, glaube ich, ein bisschen zu auffällig. Wie wäre es, wenn ich ihn einfach mal mit einem Einkaufswagen nerve, Freunde? Der wird niemals denken, dass ich das bin. Und Freunde, wir müssen ganz schnell wegrennen hier. Okay, er ist auf jeden Fall hier am Spawn. Ich glaube, ich muss mich mal mit jemandem unterhalten. Wie wäre es mit diesem Mädchen hier? In Smalltalks bin ich gut. Ich schreibe mal, hey, du coole Socke. Aber wo ist Lami hin? Oh Mist, ey, ich habe ihn einfach verloren, Freunde. Ich muss den ganz schnell wiederfinden. Meint ihr, Lami findet das gut, wenn ich ihn einfach mal umfahre? Oh Mann, so viel Spaß hatte ich wirklich lang nicht mehr. Oh Mann, er hat sich einfach aus Verzweiflung ein Schild gemacht, wo drauf steht, suche Beziehung. Anscheinend läuft es gerade richtig, richtig schlecht für ihn. Mal schauen, wann ich anfange, ihn so richtig zu trollen. Freunde, ich glaube, es ist soweit. Ich werde jetzt zu ihm gehen und ihm ein paar Blumen schenken. Und ich schreibe mal, für dich, schönes Mädchen. Ohlala, danke, schöner Junge. Oh, Freunde, das läuft ja wie geschmiert. Oh Gott, ich darf nicht wie Emily rumlaufen. Ich frage nochmal nach, ob er, ich meine Mia natürlich, in einer Beziehung ist. Oh, und sie zeigt mir nochmal das Schild. Suche Beziehung. Ich schreibe ihr mal, oh Mann, zu schön, um Single zu sein. Also ich meine natürlich Mia. Aber warum guckt er eigentlich so böse? Sie fragt, ob ich reich bin. Freunde, ich habe auf diesem Account keine Robux, wirklich gar nichts. Deswegen schreibe ich mal, reich an Liebe für dich. Wer von euch will mich mehr? Habe ich hier etwa Konkurrenz? Wenn du meine Konkurrenz bist, dann kriegst du jetzt hier einen Schlag. Und ich schreibe, Mia gehört schon mir. Sorry. Ob ich Stress will? Dafür bekommst du noch einen Schlag. Sie schreibt cooles Auto. Ist das sein Ernst? Ich meine, natürlich ist das Mias Ernst. Okay, er fragt, wer von euch würde alles für mich tun? Ich schreibe mal, ich würde dich selbst auf Händen tragen. Und ich kann natürlich super gute Massagen geben. Ich mach dich sogar bei Villa? Freunde, der kann ja nicht mehr Deutsch. Was möchte Lami von dem? Komm einfach mit mir und ich schenke dir die Welt, habe ich mal geschrieben. Hör auf. Freunde, ich muss das selber in die Hand nehmen. Ich trage sie einfach weg von dem. Das kann doch nicht sein. Seht ihr das? Der kommt uns hinterher. Freunde,
Dann müssen wir ihr auch ein Königreich bieten. Ich schreibe mal, setz dich, Königin. Freunde, wir fangen erstmal an mit einer schönen Schultermassage. Und dann schreibt, wow, du bist echt toll, Freunde. Und jetzt gibt es eine richtig gute Fußmassage. Oh, weil sie mich gefragt hat, wie ich heiße, sage ich natürlich, dass ich Emil bin. Ich bin die Mia. Oh Mann, das weiß ich doch. Ich frage sie, ob ich sie zum Essen einladen kann. Denn wie ihr wisst, bin ich ein Chefkoch. Ich sag ihr mal, dass sie sich setzen soll. Und jetzt schenken wir ihr alles, was sie möchte. Ein 4-Gänge-Menü. Oh wow, du bist ja voll krass. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. So, ich sag ihr mal, sie soll ins Bett kommen. Ich schreibe, dass es natürlich super schön mit ihr ist. Und er schreibt, ja, voll. Aber nur fast so schön wie du, kleiner Lami. Ich bin voll nett zu ihm. Ja, ich weiß. Also stelle ich die Fragen der Fragen. Möchtest du meine Freundin sein, Mia? Er möchte. Yeah! Ein Riesenerfolg, Freunde! Freunde, ich frage sie mal, ob ich sie küssen darf. Und Freunde! Oh, er fragt, ob ich YouTube schaue. Ja, Freunde, am liebsten schaue ich Lami und Emily. Und das solltet ihr auch tun. Müsst ihr was sagen? Ich bin Lami? Das wusste ich ja gar nicht. Ich muss dir was sagen, denn ich bin Emily. Oh, Freunde, ihr seht's, Lami ruft mich an. Emily? Lami? Sag mal, stimmt das hier gerade, was mir der Emil in Brookhaven geschrieben hat? Emil, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Bist du zufällig Mia? Hey, Emily, hast du mich etwa die ganze Zeit getrollt? Nicht nur getrollt, ich hab dich die ganze Zeit beobachtet. Emily, weißt du was? Das gibt noch eine Rache. Ja, ja, ja. Und ciao, Emily. Okay, tschüss. Oh, ich glaube, ich verschwinde, bevor Lami auf böse Gedanken kommt. Freunde, wenn ihr natürlich Lami's Sicht sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall sein Video abchecken. Aber Freunde, falls euch dieses super lustige Brookhaven-Video gefallen hat, dann lasst mir doch... Aber Freunde, falls euch dieses super lustige Brookhaven-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss. Was macht ihr denn noch hier? Nun gut, Freunde, wenn ihr schon mal hier seid, dann kann ich euch auch mal erklären, wie man Robux gewinnen kann. Freunde, der erste Schritt ist, ihr müsst natürlich Lamis und meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Der zweite Schritt ist auch super wichtig und dafür müsst ihr in die Lami-Gruppe rein. Und wie das geht, weil uns so viele fragen, zeige ich euch das jetzt. Ihr gebt ganz einfach oben in der Suchleiste Lami-Gruppe ein. Dann kommt ihr schon in Gruppensuchen. Freunde, da müsst ihr drauf. Und da haben wir schon hier als allererstes die Lami-Gruppe. Und dann könnt ihr hier beitreten. Freunde, ich zeige das jetzt sogar für alle Handyspieler. Freunde, ihr geht unten auf diese kleine Chat-Bubble, dann auf Gruppen, dann sucht ihr mehr Gruppen, gebt bei Suchen Lami-Gruppe ein, dann müsst ihr das nur noch so suchen, tippt auf die Lami-Gruppe und jetzt müsst ihr nur noch beitreten. Freunde, der dritte Schritt ist, dass ihr 3 ganze Wochen in der Gruppe sein müsst. Ansonsten können wir euch keine Robux auszahlen. Der vierte und letzte Schritt ist, ihr müsst aktiv sein. Auf Roblox, auf Discord, in YouTube-Videos, in Livestreams. Freunde, ich verabschiede mich endlich. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal Hashtag Robux in die Kommentare. Und tschüss!